Langsam fährt das Auto bei Grün an der Kreuzung an, möchte rechts abbiegen, doch dann passiert das. Ein Radfahrer rast in das Auto, die Heckscheibe zerbricht, der Kofferraum eingedellt. Ein Fahrradaktivist veröffentlicht das Video auf Twitter und will dem Autofahrer die Schuld in die Schuhe schieben. Nicht alle sind seiner Meinung. Der Autofahrer ist zwar leicht schon am Abbiegen, aber er biegt ja noch nicht ab. Deswegen finde ich, also, es ist schon sehr risikoreich, bei so einer Kreuzung mit so viel Tempo reinzufahren. Meiner Ansicht nach ist es ein Fehler vom Fahrradfahrer, weil der nach links rübergezogen ist. Der Autofahrer hatte relativ wenig Chancen, weil der Radfahrer ziemlich schnell war. Viel zu schnell und nahezu ungebremst kracht der Radfahrer in das Auto. Vermutlich auch, weil er ein sogenanntes Fixie fährt. Ein Modell, das meist keine Bremsen hat und bei jungen Menschen sehr beliebt ist. Verkehrsanwalt Mirko Knaap sieht bei dem Unfall in Berlin-Kreuzberg die Hauptschuld beim Fahrradfahrer. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein oder sah, vor ihm ist ein Kraftfahrzeug. Er konnte sich nicht darauf verlassen, dass der geradeaus fährt, sondern er musste damit rechnen, der hält möglicherweise an und biegt rechts ab. Und insofern hätte er seine Geschwindigkeit oder das Treten der Pedale unterlassen müssen, abbremsen müssen. Immer wieder kommt es im Straßenverkehr zwischen Radfahrern und Autofahrern zum Streit. Immer wieder werden Videos aus dem Kontext gerissen im Internet veröffentlicht. Gerade wenn man sich Twitter anschaut, dann weiß man, dass da die Fahrradlobby vor allem sehr, sehr groß ist. Das wird dann tausendfach, zehntausendfach, millionenfach geteilt und dann meinen alle, sie müssten darüber diskutieren. Von daher ist es schon auch eine Gefährlichkeit und zündet natürlich auch diesen Konflikt an. Verkehrsraum ist für alle da. Deshalb appelliert die Polizei für eine gegenseitige Rücksichtnahme im Straßenverkehr und sich nicht gegeneinander auf Social Media auszuspielen.